Ja, herzlich willkommen zu meiner Lesung. Freut mich, dass ihr alle da seid. Und ja, ich will euch gerne meine Fantasy-Welt Far vorstellen. Habt ihr vielleicht schon meinen Stand drüben gesehen? Da stelle ich meine Bücher vor. 4 gibt es bislang. Das ist die Aschestadt, damit geht alles los. Und eben die Folgebände. Ich erzähle kurz was zu mir, damit ihr wisst, wo ich herkomme, wie ich überhaupt auf die Idee komme, sowas zu schreiben. Also ich bin auch, wie wahrscheinlich die meisten hier, langjähriger Rollenspieler und habe sehr viel Warhammer, Earthdawn und sowas geleitet, also sehr viel Fantasy, düstere Fantasy und daneben noch viel Cyberpunk gespielt. Und das habe ich immer so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, das zu verbinden. Also Cyberpunk, den Stil, sage ich mal, dieses etwas knappere. Es ist halt nicht so meine Vorliebe, so die typischen Fantasy-Romane von 600 Seiten, sondern eher ein bisschen knapper und auf den Punkt. Und so ein bisschen orientiere ich mich auch an, wie man schon an dem Spruch Lovecraft mit Äxten, diese Kürzestbeschreibung des Ganzen, vielleicht sehen kann, so ein bisschen an älteren Fantasy-Autoren wie zum Beispiel Robert E. Howard mit seinem Conan-Zyklus oder Carl Edward Wagner mit Kane der Verfluchte oder auch Fritz Leiber mit Favrit und der graue Mausling, also etwas ältere Semester sozusagen, aber das ist was ich gerne lese und in der Richtung möchte ich auch gerne schreiben. Und ja, ich kam dann auf diese Welt von Far, die habe ich entwickelt. Die ist jetzt seit ungefähr 10 Jahren tatsächlich, der Weltenbau findet da statt. Es fing an damit, dass ich wollte ein bisschen was anders machen, als es in vorhandenen Büchern ist, wobei das, glaube ich, jeder zweite Fantasy-Autor von sich sagt. Also das Erste, was von Far entstand, war ein Zettel, wo nur drauf stand Wasser. Ich wollte irgendwas mit Wasser machen, mit Wasserknappheit. Und das war so das Leitthema, wodurch dann auch auf diese Lovecraft-artigen Meermenschen und so weiter kam. Und von den Geschichten her wollte ich es ein bisschen anders machen. Also ich wollte zum einen nicht die üblichen Tolkien-Völker, also Orks, Trolle, Zwerge und so weiter, was ja in vielen Fantasy-Romanen vorkommt, sondern beschränke mich da wirklich auf Menschen und verschiedentliche Monster in verschiedener Ausführung und eben die Meermenschen. Und dann wollte ich nicht unbedingt, dass die Charaktere die Welt retten, was ja auch eigentlich so ein Standardmotiv ist sozusagen, dass ein Schweinehirt oder eine Magd auszieht und plötzlich ihre magischen Kräfte entdeckt und die Welt rettet. Und zum anderen wollte ich eben auch nicht, dass eben eine Hauptfigur gibt, die der Auserwählte ist, das ist ja auch immer sehr gerne gesehen. Und die Gegenseite dann wiederum, der Bösewicht, den wollte ich eben auch etwas vielschichtiger gestalten. Weil oft gibt es ja einfach den Bösewicht, der böse ist, um des Böseseins willen und oder irgendeine dunkle Macht von irgendwo kommt und die Weltherrschaft anstrebt. Das wollte ich halt so ein bisschen differenzierter in Grautönen schildern und zusätzlich halt eben ein bisschen mit Horror unterfüttern, eben damit es ein bisschen düster wird. Und ja, als letzten Punkt dazu noch, was ich noch einbaue so ein bisschen, ist so eine gewisse moderner Anstrich, also mit diesen Meermenschen, das ist so ein bisschen, kann man das so als Gleichnis sozusagen sehen zur Flüchtlingsthematik, die eben auch, also diese Meermenschen kommen eben auch aus dem Meer und die Menschen können nicht so richtig, wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen und sind die wirklich alle böse oder wollen die uns eigentlich gar nichts Böses, sondern wollen was ganz anderes. Das klärt sich halt so nach und nach in den Geschichten. Und ja, da gibt es noch Drogenmissbrauch, dann gibt es noch eine Bruderschaft, die sozusagen den Hauptgegenpart der Charaktere stellt, die Herrschaft in dem Königreich übernommen haben. Und das ist so ein bisschen so ein faschistisches Modell, was die verfolgen. Und genau, das ist so grob mal gefasst, so ein paar Eckdaten zu dieser Welt. Und dann würde ich euch einfach mal eine kurze Geschichte vorlesen, die jetzt nicht direkt aus den Büchern stammt, sondern die ich extra für Lesungen eben geschrieben habe, wo man so ein bisschen so einen Einblick kriegt in die Leute und in die Stimmung und so weiter. Die Geschichte trägt den Titel Sik und Haram. Die Stimmung im rostigen Nagel war mau. Immerhin die Hälfte der Tische war belegt, blieb zu hoffen, dass da noch ein paar Zuhörer mehr kamen. Sik musterte die Menge, die üblichen Tagediebe mit ihren Bierkrügen, leichte Beute. Ein paar Händler, die sich wohl versehentlich in die Südviertel verirrt hatten, das versprach dicke Geldbeutel. Sik strich sein Wams glatt, fuhr sich durch die Haare. Natürlich sah er auch Haram,
seinen besten Freund, der sich unter die Gäste gemischt hatte und einer Gruppe junger Burschen gerade eine Runde Bier spendierte, was diese mit lautem Gejohle quittierten. Alles lief bestens. Sig blickte zum Wirt hinüber, der hektisch neue Getränke einschenkte, und gab ihm ein Zeichen. Dann erklomm er die kleine Bühne, die aus gestapelten alten Tischplatten bestand, und nahm seine ramponierte Laute zur Hand. Er zupfte ein wenig auf dem Instrument herum, um die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich zu lenken. Als diese Bemühungen nicht fruchteten, räusperte er sich und erhob seine Stimme. »Hört, hört!« Niemand reagierte. Die Gespräche gingen mit unverminderter Lautstärke weiter. »So lasst mich berichten!« Noch immer wollte niemand ihm zuhören. Einzelne Blicke wurden ihm zugewandt. Der Lärm ebbte jedoch weiterhin nicht ab. »Wir werden alle sterben!« rief er nun, so laut er konnte. Tatsächlich erschraken einige, zuckten zusammen. Jemand sah sich hektisch um, befürchtete wohl, ein Feuer sei ausgebrochen. Auch der missbilligende Blick des Wirts entging Sig nicht. Haram machte derweil seine neuen Freunde auf den Geschichtenerzähler aufmerksam, die sich zunächst widerwillig der Bühne zuwandten. »Hört meine Kunde von den Ereignissen im Westen! An der Küste, wo der mächtige Ozean sich gegen die Klippen wirft, ich hörte, der Landesser sei erwacht!« Weitere Zecher drehten sich zur Bühne. Die alten Legenden um die Untiere aus dem Meer waren sehr beliebt, und die schaurigste von allen war natürlich die des Landessers. »Ich traf auf meinen Reisen einen Jungen, der ihn gesehen hat. Er hatte den Verstand verloren, malte Tag ein, Tag aus wirre Muster an jede Wand. Er war verstummt seit dem Tage, an dem er vom Strand aus das riesige Untier gesehen hatte, das sich aus den Fluten erhob.« »Woher weißt du das, wenn er doch stumm war?« meldete sich jemand vorlaut zu Wort. »Gut, dass du fragst. Was ihm den Verstand geraubt hatte, sah ich erst einige Tage später, als ich, noch immer überkommt mich ein Schauer, wenn ich daran denke, selbst den Landesser gesehen habe.« »Ach ja? Und wie sieht er aus?« fragte der Vorlaute wieder, erntete zustimmendes Nicken und Gelächter. Sig beugte sich vor. Jetzt galt es. »Zunächst war nicht genau zu erkennen, wie groß sein Leib war, obwohl ich hoch oben auf den Klippen stand. Er wälzte sich durch die Wellen des Ozeans, nur einzelne Fangarme und Flossen tauchten aus den Fluten auf. Doch ich sah, dass er auf mich zukam. Er näherte sich der Küste und ich stand da wie erstarrt. Sah, wie er sich erhob, höher als die größten Türme von Alaris. Seine Haut war dunkel, behangen mit Algen und von Muscheln übersät, wie der Rumpf eines alten Schiffes. Er wälzte sich auf den Strand, seine unzähligen Fangarme schlugen umher, rissen Treibgut und Bäume mit sich. Ich wich zurück vom Rand der Klippen, aber der Landesser überragte sie mühelos. Und das Schlimmste war, er kam nicht allein. Mit sich brachte er Hunderte von Meermenschen, die an den Strand stürmten wie eine Armee aus dem Jenseits. In den Händen lange Speere, die Klingen aus weißem Muschelkalk, die Leiber bleich und schuppig, ihre Gesichter grausam verzerrte Fratzen. Riesige Augen, die blutdürstig starrten, Kiemen am Hals, die sich aufblähten. »Sie werden zu uns kommen, und nur noch wenige Tage trennen sie von unserer geliebten Stadt Alaris.« Sig betrachtete die Gesichter und genoss die Wirkung seiner Worte. Einige waren regelrecht bleich geworden, andere winkten unentwegt ab, als wollten sie das Grauen abwehren, das er ihnen entgegenwarf. Doch eines war ihnen allen gemein. Sie starrten ihn an und waren gebannt. Schwärme von Möwen hatten sich eingefunden, furchtlos, und ließen sich das üppige Mahl nicht entgehen, das der Landesser ihnen bereitete. Hinter ihm, in der Spur der Verwüstung, lag reiche Beute für alle Tiere, die dem Tod durch ihn entgangen waren, und sie labten sich nun an den Überresten, die die Invasion des Monstrums zurückließ. Ich war gezwungen, den Landesser nun von nahem zu betrachten. Seine Haut, die unregelmäßig übersät war mit Schuppen, Dornen und Muscheln. Er wälzte sich voran, mangels Gliedmaßen wie eine gigantische Schnecke. Eine Stadt nach der anderen wird er heimsuchen. Wenn die Dunkelheit der Sterne sein Kommen verkündet, dann wird auch Alaris nicht mehr sicher sein. Stille breitete sich im Gasthaus aus. Erschrockenes Atmen und das Gerumpel eines Fuhrwerks auf der Straße war alles, was zu hören war. Dann Gelächter. Ein dröhnendes, herzhaftes Lachen aus tiefster Kehle. Einer nur war es, der lachte. »Eine Schnecke?
Eine riesige Schnecke? Das soll ein bedrohlicher Landesser sein? Wieder grölte der Kerl los. Ein grober, vernarbter Zeitgenosse, der nach Bier stank. Haram. Er drängte sich durch die Tische nach vorn, drosch seinen Krug auf die Bühne des Geschichtenerzählers. Hier, trink das. Vielleicht fällt dir dann was Besseres ein. Der Mann lachte weiter, und jetzt schlich sich ein Grinsen auf Sieks Gesicht, bis er in das Gelächter einstimmte. Egal, die Geschichte war gut. Hier, ein paar Münzen. Haram wurde immer besser in seiner Rolle. Er wandte sich um zu den Leuten. Los, gebt ihm was, damit er aufhört und sich ein paar Bücher kaufen kann. Um die beiden ungleichen Männer herum schien sich die Spannung aufzulösen. Prusten und vorsichtiges Lachen war zu hören. Schon wurde wieder geprahlt, dass man sich natürlich nicht von diesem Wichtigtour hatte ins Boxhorn jagen lassen. Ganz gute Geschichte, aber schon tausendmal gehört. Eine Schnecke, welch ein Unsinn. Andere Gäste folgten dem Beispiel Harams, sodass Sig trotz des abrupten Endes seines Vortrags eine stattliche Summe in seinem Beutel verstauen konnte. Der Wirt, zunächst skeptisch, war kurz darauf hoch erfreut, da die Erleichterung der Gäste von ihnen in großen Durst umgesetzt wurde. Anerkennend bezahlte er dem Unterhalter einige Münzen zusätzlich. Sig bedankte sich und verließ das Gasthaus unter den höhnischen Kommentaren einiger Betrunkener. Dass er einen Haufen Geld für seinen Auftritt kassiert hatte, entging ihnen. Er schlenderte durch die verlassenen Straßen der Stadt und setzte sich auf ein Brückengeländer. Die kalte Luft tat seinem Hals gut. Das Schreien und Erzählen in der stickigen Kneipenluft war anstrengend. Kurz nach ihm tauchte Haram auf, nicht halb so betrunken, wie er noch in der Kneipe gewirkt hatte. »Und?« fragte er, als er sich zu Sig an das Geländer lehnte. Der hatte seinen Beutel geöffnet und ließ geschickt die Münzen durch seine Finger tanzen. »Nicht schlecht, der Landesser funktioniert immer.« Sig und Haram hatten sich diesmal sehr dicht an die wohlhabenden Viertel herangewagt, um ihre Scharade aufzuführen. Alte Weggefährten, die sie waren, mussten sie neue Jagdgründe finden. In den Kaschemmen unten an den Klippen oder im grauen Bezirk kannte man sie inzwischen schon zu gut. »Hätte nicht gedacht, dass es immer noch klappt.« Haram lachte. Die beiden gerade vorübergehenden Stadtgardesoldaten grüßte er mit der Parodie eines militärischen Saluts. Die Wachen ignorierten ihn. Sig boxte seinem Freund gegen die Schulter. »Nun beruhig dich mal wieder. Hab keine Lust, heute noch von der Stadtwache durchsucht zu werden.« »Ja, ja, ist gut«, brummte Haram gespielt beleidigt und wurde wieder ernst. »Sag mal, deine Geschichte, was würdest du sagen, wenn da wirklich was dran ist?« »Am Landesser? Den Meermenschen?« »Ja, genau. Einige redeten davon. Man soll welche gesehen haben.« »Wer erzählt denn sowas?« »Ein Händler hat es auf dem Markt berichtet. Genau deine Geschichte mit dem Jungen, der den Landesser gesehen und gezeichnet haben soll.« »Ich habe nie behauptet, er hätte den Landesser gezeichnet.« »Ja, ist doch egal. Danach ist er wahnsinnig geworden und hat nur noch seltsame Muster gekritzelt, ohne aufhören zu können. Als sein Stift verbraucht war, hat er mit dem Blut seiner Finger weitergemalt.« »Ach, Haram, du solltest nicht jeden Mist glauben, den irgendein Händler von sich gibt, nur um die Leute an seinen Marktstand zu locken.« »Aber es geht noch weiter. Diese Muster, die der Junge gezeichnet hat, die verbreiten sich seit einiger Zeit in Kart. Unbekannte malen sie an Wände und Türen. Und wer sie zu lange betrachtet, verfällt ebenso dem Wahnsinn wie der Junge. Jetzt hör aber auf. Kat liegt eine Woche Wegstrecke von Alaris entfernt.« »Woher kommen diese unglaublichen Informationen denn nun wieder?« »Ein Mann, der am Stand des Händlers... Ach, du glaubst mir ja eh nicht.« »Nein, mein Freund, diese Geschichte kaufe ich dir nicht ab. Das ist nur Geschwätz, Lügen, Gerüchte. Die Leute wollen sich doch nur wichtig machen. Ich habe die Legenden aus Büchern, die sind zig Jahre alt.« »Ach, ich bin also auch nur ein Schwätzer.« »Nein, nein, reg dich nicht auf. Aber für glaubwürdige Neuigkeiten lese ich lieber Berichte wie von Cormar, dem Kartografen. Der ist tatsächlich schon fast überall gewesen.« »Ach, was der schreibt, wird ihm doch von der Bruderschaft diktiert, um die Leute ruhig zu stellen.« »Wenn du das sagst. Aber er soll verschollen sein, habe ich gehört.« »Ja, tatsächlich, das stimmt ausnahmsweise.« »Hast du gerade ausnahmsweise gesagt?« Sig seufzte.
Ich meine, im Vergleich zu den Legenden vom Landesser oder Geschichten darüber, dass der Kontinent bald ins Meer rutscht und versinkt. Das ist Fakt. Seit dem großen Beben von vor 200 Jahren. Ja, doch. Aber komisch, dass immer wieder angekündigt wird, wann es passieren soll, und dann tut sich gar nichts. Sei doch froh, dass es so ist. Aber wenn nun der Landesser erwacht ist, dann ist das sicher ein Zeichen dafür, dass es bald soweit sein wird. Na klar. Egal. Glaub, was du willst. Gib mir mein Geld, ich geh noch zu Pandora. Sie teilten die Münzen und verabschiedeten sich. Sieg blickte seinem Freund nach, der im Gewirr der Gassen des Südviertels verschwand. Ihm stockte der Atem, als sich hinterheram ein Schemen von einer Hauswand löste. Eine Gestalt, zunächst dachte er an eine optische Täuschung wegen des flackernden Scheins der Laterne. Aber der Körper, der dort auftauchte, war tatsächlich riesig, überragte Haram bestimmt um 2 Köpfe. Ebenso breit waren seine Schultern. In der Hand hielt er einen langen Speer, dessen Spitze im Licht weiß glitzerte. Das Schlimmste jedoch war sein Gesicht. Flossenartige Fortsätze wucherten auf dem Schädel, darunter glotzten riesige, ausdruckslose Augen. Die Augen eines Fisches. Sollten die alten Geschichten doch einen wahren Kern haben? Ja, das so als kleine Einführungsgeschichte in die Welt mit ein paar Fakten oder auch nicht Fakten, die dort herumschwirren. Die Welt an sich, das habe ich wahrscheinlich dem einen oder anderen schon am Stand erzählt, ist eben so eine typische mittelalterliche oder pseudo-mittelalterliche Fantasy-Welt, eben ohne Elfen, Orks, Zwerge, Trolle und so weiter. Und diese Bruderschaft, die dort eine recht gewichtige Rolle spielt, die hat eben den König abgesetzt und die Herrschaft übernommen und sehr, sehr strenge Gesetze erlassen, eben aufgrund der Bedrohung durch die Meermenschen, zum Beispiel, dass Wasser nur verwendet werden darf, wenn es vorher von der Bruderschaft gesegnet wurde, also zum Kochen, Verzehr und zum Felder wässern und so weiter, was natürlich entsprechend ein paar Münzen kostet. Und ansonsten ist in der Welt, es gibt einiges an recht großen Monstern durchaus, die in den Wäldern und sonst wo sich verbergen. Es gibt keine Magie in dieser Welt, sondern es gibt nur eine Geisterwelt. Also man kann mit der Geisterwelt kommunizieren, da gibt es manchmal sowas Ähnliches wie Magie, aber keine Zauberei in dem Sinne. Und ein anderer Aspekt, der in der Welt relativ großen Raum einnimmt, das ist ein Aspekt, der hier in dieser Novelle Herr der Wälder eine sozusagen die Hauptrolle spielt. Das ist der sogenannte wachsende Wald. Das ist ein Wald, der sich vom Landesinneren aus nach und nach über den Kontinent ausbreitet und dabei Dörfer und Felder verschlingt. Und die Menschen haben noch kein Mittel gefunden, um diesem Wald irgendwie Einhalt zu gebieten und zu schaffen, dass er aufhört, sich endlos auszubreiten sozusagen. Jetzt muss ich mal kurz was trinken. Genau. Und die, genau, so viel, ich erzähle mal sehr viel von der Welt, weil die Welt so ein bisschen der heimliche Star des Ganzen ist, um Gottes Willen. aber es gibt natürlich auch eine Handlung und ein paar Protagonisten, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und zwar gibt es sozusagen vier Hauptfiguren, kann man ungefähr sagen. Da ist zum einen Harmis. Harmis ist der ein Kartograf, sozusagen der Lehrling von Cormar, der vorhin schon mal zur Sprache kam, ein alter Kartograf, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt zu bereisen und zu kartografieren. Und Harmis ist sein Zögling, ein Findelkind, der leider aber sehr dem Schwarzblatttee zugeneigt ist, was eine Droge in dieser Welt ist, die seine Arbeit des Öfteren etwas behindert sozusagen. Ihm zur Seite steht Gore. Gore ist ein sogenannter Seelenkrieger. Die Seelenkrieger wurden vor langer Zeit mal geschaffen von einem Mönchsorden. Eigentlich sind sie dafür gedacht gewesen, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen und Fehden und Streit beizulegen. Das sind halt sehr, sehr mächtige Krieger, die Seelen vieler, vieler Verstorbener in sich tragen. Und ihre besondere Eigenschaft ist, wenn sie im Kampf fallen, können sie eben, geht eine dieser Seelen ihnen verloren, aber sie können trotzdem wieder auferstehen und weiterkämpfen, was sie sehr, sehr zu sehr, sehr mächtigen Kämpfern macht. Viele dieser Seelenkrieger, weil das alles schon sehr lange her ist, sind aber inzwischen so weit heruntergekommen, dass sie sich in Arenen als Arena-Kämpfer verdingen oder in irgendwelchen Söldnerheeren sinnlose Kriege ausfechten.
Und Gor ist eben einer dieser Seelenkrieger, der so ein bisschen versucht, dieses alte Erbe, das er in sich trägt, aufrechtzuerhalten. Sein Problem ist halt, dass er eben so erschaffen wurde sozusagen, dass er ständig den Kampf sucht. Also dass er wirklich immer mal wieder rot sieht, wenn es nun gar nicht so angebracht wäre eigentlich. Dann gibt es noch Alix, das ist eine Vogelhändlerin. Vögel haben in dieser Welt eine recht hochgestellte Bedeutung in der Gesellschaft, weil die sehr hoch angesehen sind, weil eben auch die Vögel im Himmel leben sozusagen, in der Luft, und damit die Kreaturen sind, die am weitesten vom Wasser entfernt leben. Aber es werden trotzdem auch Vogelkämpfe und Ähnliches durchgeführt. Man hat da eine etwas eigene Sicht der Dinge. Und sie ist eine Vogelhändlerin, die zu Beginn von der Aschestadt von einem monströsen Verfolger durch die Stadt gejagt wird und dann von Harmis und Gor sozusagen aufgegriffen und gerettet wird. Und sie hat leider ihr Gedächtnis verloren, und ein Hauptaspekt in der Aschestadt ist eben herauszufinden, was ihr geschehen ist, warum sie verfolgt wird und was sich hinter dieser ganzen Geschichte verbirgt. Weil Alix noch zusätzlich eine seltsame Eigenschaft hat, nämlich wachsen ihr ständig Schwimmhäute zwischen den Fingern. Ihre Haut verändert sich nach und nach, ihr wächst Schuppenhaut, Flossenansätze und Ähnliches, was natürlich sehr unangenehm ist. Und wenn das die Bruderschaft spitz kriegt, hat sie ein ganz, ganz großes Problem. Und als vierten, so der heimliche Star, der eigentlich ein Nebencharakter war, aber im Verlauf des Schreibens mir immer mehr ans Herz wuchs, das ist Hyron. Hyron ist ein Söldneranführer, der eine recht heruntergekommene Söldnertruppe, die Söhne der Schande, anführt. Und deren Kampfruf ist es, ich ruhe erst, wenn das Blut auf dem Schwert das Blut eines Königs ist. Das ist ein wenig von Manowar geklaut, vielleicht kennt das ein oder andere. Solche kleinen Metal-Anspielungen habe ich immer mal wieder da drin. Und der ist jetzt nämlich auch die Hauptfigur in dem kleinen Abschnitt, den ich euch noch präsentieren möchte. Und zwar ist das der Beginn der Aschestadt, da treffen wir Hyron. Hyron ist halt ein alternder Söldneranführer sozusagen, dem schon mal alles überall wehtut. Und vielleicht ist er mir deswegen so ans Herz gewachsen, weil ich mit dem so identifizieren kann, ich weiß es nicht. Genau, das ist dann jetzt der Beginn der Aschestadt. Der Himmel über der Küste hatte die Farbe von flüssigem Blei. 100 Schritt vor den Klippen erhoben sich 4 mächtige Pfeiler aus dem Meer. Darauf ruhte ein Käfig, aus breiten Bohlen gezimmert und mit dicken Tauen festgezurrt. Am Boden lag ein Gefangener und erwartete den Tod. Hyron schreckte auf, als etwas unter seinem Käfig dumpf gegen das Holz schlug. Ein Zittern durchlief das Gerüst. Er kroch über die rohen Stämme des Bodens, klammerte sich an das feuchte Gitter und spähte in die grauen Nebelschwaden. Salz brannte in kleinen Wunden an seinen Händen. Unten schälte sich ein Schemen aus dem Dunst. Beim Blick auf die plätschernden Wellen wurde Hyron schwindelig. Der Wind schmerzte in seinen Ohren und biss eisig in die Haut. Er kniff kurz die Augen zusammen. Auch sie brannten vom Salzwasser. Weiße Sterne tanzten hinter seinen Lidern. Unten tasteten schlanke Hände an den Pfählen. Eine graue Gestalt kletterte herauf. Orangefarbene Streifen zeichneten ihre Haut. War das wieder einer dieser verfluchten Meermenschen? Er sah anders aus als Hyrons Peiniger. Aber machte das einen Unterschied? Instinktiv griff er nach dem Heft der Axt. Vergebens, sie war nicht da. Seine Hände waren zittrig, als sie wieder das Gitter umklammerten. Er wollte etwas rufen, doch nur ein Krächzen entrang sich seiner Kehle und wurde vom Wind fortgerissen. Wie passend. Verfluchter Bastard, geh dahin zurück, wo du herkommst. Ins Wasser mit dir, lass mich in Frieden sterben. Der Fremde erklomm jetzt schnell die Pfeiler, auf denen Hyrons Käfig ruhte. Glitschiger Tang und scharfe Muscheln hielten ihn nicht auf. Der Söldnerhauptmann wich zurück, griff nach dem Salzstück, das er wie einen Schatz hütete. Er hatte es bei seinen früheren Ausbruchsversuchen von den Holzgittern gelöst, zu Beginn seiner Gefangenschaft, als er, noch bei Kräften, in seinem Käfig gewütet hatte wie ein verwundetes Tier. Die Flucht war ihm dennoch nicht gelungen. Er wickelte die Enden des zerfransten Salzstücks um seine Hände. Stolze Pranken, die jetzt aufgeschwemmt und bleich waren vom allgegenwärtigen Wasser. Bei jeder Flut brachen sich die Wellen an den dicken Holzbohlen. Hyron hatte zunächst versucht, sich an den Gittern hochzuziehen, um dem kalten Wasser zu entgehen. Doch das hatte er schnell aufgeben müssen. Inzwischen war er so entkräftet und hoffnungslos,
dass er nur noch auf dem rauen Holz lag und das Meer über sich hinwegschwappen ließ. Die Wellen zogen und zerrten an ihm. Gischt sprühte ihm ins Gesicht. Der Käfig war so konstruiert, dass der Insasse nicht ertrinken musste. Er war nur immer wieder der eisigen Flut ausgesetzt, um kurz darauf salzverkrustet und durchnässt im kalten Wind zu liegen, der von der See her wehte. Letztendlich würde der Gefangene qualvoll verdursten. Doch nun wähnte Hyron einen Feind vor sich, gegen den er kämpfen konnte, obwohl es ihm schwerfiel, seinen eigenen erbärmlichen Zustand zu vergessen. Diese verdammten Kreaturen hatten ihn und seinen Trupp überrascht, als sie die Ruine auf den Klippen durchsuchten. Es war kaum zu einem richtigen Kampf gekommen. Die Meerwesen waren im Schutze des Nebels über die Felsen geklettert und hatten seine Söldner eine nach dem anderen außer Gefecht gesetzt. Hyron hatten sie bewusstlos in den Käfig geschafft und zurückgelassen. Als er erwacht war, vor wie vielen Stunden vermochte er nicht mehr zu sagen, hatte er um sich herum nur Nebel und Wasser gesehen. Selbst die Klippen waren vom Dunst verschluckt worden. 2 Nächte hatte er inzwischen hier verbracht und er wusste nicht, ob er eine dritte überstehen würde. Die Aussicht auf einen Feind, der sich in den Käfig wagte, wirkte gegen die Taubheit in seinen Gliedern, die von der Kälte fast steif geworden waren. Sollte er jemals hier herauskommen, würde er wahrscheinlich herumkriechen wie ein gichtkranker Greis. Er hustete. Eine schwere Erkältung kam noch dazu. Hyron versuchte trotzdem, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und wischte sich mit der Hand die Gischt vom Gesicht. Entschlossen griff er das Seil fester und erwartete den Eindringling. Inzwischen hatte dieser das Gerüst erklommen und spähte über die Kante des Bodens in den Käfig. Eine hässliche Fratze, haarlos, gemustert in Grau und Orange, mit eindeutigen Zügen eines der Meeresbewohner. Trotzdem wirkte sie eher wie das Gesicht eines Menschen, der auf bizarre Weise entstellt war. Übergroße gelbe Augen fixierten Hyron. Grinste der Fremdling, als er das kümmerliche Seil in Hyrons Händen erblickte? Spitze Zähne zeigten sich zwischen den schmalen Lippen. Er legte einen Finger an den Mund. Blasse Schwimmhäute waren an der feingliedrigen Hand zu erkennen. Mit einem behenden Sprung schwang sich der Meermensch auf den Rand der Plattform und machte sich an den Tauen zu schaffen, die den Käfig zusammenhielten. Hyron zögerte. Wenn der andere einer von seinen Peinigern war, warum versuchte er dann, den Käfig aufzubrechen? Wollten sie ihn befreien? Hatten sie sich eine neue Teufelei ausgedacht? Gnade erwartete er nicht. Dennoch, die dünnen Hände arbeiteten flink, kratzten Schlick und Tang beiseite und legten die Seile frei, um sie gleich darauf mit einer Klinge zu durchtrennen. Hyron ließ den anderen nicht aus den Augen, doch der beachtete ihn nicht, arbeitete rasch und konzentriert. Schon bald hatte er den ersten Balken gelöst, griff das rutschende Holz und warf es auf den Boden, um gleich darauf den nächsten zu lösen. So sammelte er 3 der Balken in Hyrons enger Zelle und schuf zugleich eine Öffnung. Noch ein paar Hölzer mehr, bis der Gefangene die Zelle verlassen konnte. Der Söldnerhauptmann biss die Zähne zusammen, erhob sich und straffte das Seil zwischen seinen Fäusten. Er machte einen Schritt vorwärts, taumelte kurz, bis er sein Gleichgewicht wiederfand. Abermals tanzten ihm Sterne vor den Augen. Der Seemensch drehte sich wie beiläufig um, betrachtete ihn einen Moment lang kritisch aus seinen großen Augen. Dann wandte er sich wieder ab, ohne Hyron weiter zu beachten, und setzte seine Arbeit am Käfig unbeirrt fort. Hyron sank zurück auf den Boden. Er sah sich um. Zeigten sich noch mehr solcher rätselhaften Wesen? Unter den grünen Wellen huschten Schatten entlang. Hyron vermochte nicht zu sagen, ob sich dort Kreaturen bewegten oder seine Augen ihm nur einen Streich spielten. Zu vieles hatte er in den letzten Tagen schon zu sehen geglaubt. Dichte Wolken verbargen die Sonne und warfen eisigen Regen auf das Meer. Möwen hatten sich kreischend auf dem Dach des Käfigs niedergelassen, unbeeindruckt von der Anwesenheit des Meermenschen oder des Gefangenen. Er legte das Seilstück beiseite und versuchte mit den Händen ein wenig vom Regen aufzufangen. Die Beute reichte nicht zu viel mehr, als sich die aufgesprungenen Lippen damit einzureiben. Aber immerhin konnte er so die Salzkrusten ein wenig auflösen. Er fühlte sich hundeelend. Sein Magen schmerzte, seine Kehle war ausgedörrt. Der Fremde unterbrach die Arbeit am Gitter, griff an seinen Gürtel und warf Hyron eine lederne Trinkflasche zu. Fast wäre sie ihm entglitten und ins Meer gerutscht, doch im letzten Moment bekam er sie zu fassen. Er fixierte den anderen mit festem Blick. Konnte er ihm trauen?
Mit einem Schulterzucken wischte er seine Bedenken beiseite und öffnete die Flasche. Hustend spuckte er die ersten gierigen Schlucke auf den Boden, dann trank er vorsichtiger. Der Fischmensch sah ihn an und lächelte, was mit seinen spitzen Zähnen eher wie das drohende Zähnefletschen eines Raubtiers wirkte. Hyron hob die Flasche, als stieße er in einem Gasthaus mit einem alten Bekannten an und lachte krächzend. »Auf die Freiheit!« rief er. Inzwischen hatte sein Besucher weitere Stangen entfernt. Der Käfig lag nun offen. Keine Barriere trennte die beiden mehr. Ungerührt fuhr der Meermensch mit seiner Arbeit fort, band die gelösten Hölzer mit den nun herumliegenden Seilstücken zu einem Bündel zusammen. Bedeutete Hyron, näher zu kommen. Der kroch vorsichtig zu ihm. Das Maul des Retters öffnete sich. Mit seltsam klickenden Lauten sprach er »Siuk« und deutete auf sich selbst. Hyron nickte zögernd und nannte seinen eigenen Namen. Das Wesen vermochte also zu sprechen. Das hatte er noch bei keiner der Kreaturen erlebt. Bisher hatte er sie immer nur mit dem Blatt seiner Axt empfangen, was ihnen bizarre Laute des Entsetzens entlockt hatte. Das Bündel Holzstämme klatschte unten ins Wasser. Der Fischmensch sprang hinterher. Hyron kroch zu der neu entstandenen Öffnung und zwängte sich hindurch. Er würde schwimmen müssen. Im offenen Meer. Ihm graute vor der Vorstellung. Doch noch schlimmer war die Aussicht, hier in diesem Käfig elendig zu verdursten, zerdrückt von der eisigen Faust des Ozeans. Keuchend kletterte er an dem Pfahl hinab und riss sich die Hände an Muschelrändern auf. Als seine Füße bereits das Wasser berührten, zögerte er, wollte den fest im Boden verankerten Pfahl nicht loslassen. Vor ihm erstreckte sich endlose Weite, das Meer, konturenlos und finster, darunter unergründliche Tiefen. Noch während Hyron überlegte, rutschten seine Hände am nassen Tang ab und er sank entkräftet ins Wasser. Sein Körper war Kälte gewohnt, doch als er in die Wellen glitt, schien er augenblicklich zu Eis zu gefrieren. Unfähig, sich zu bewegen, sank Hyron sofort in die Tiefe, schluckte Salzwasser. Ein Arm packte ihn, zog ihn ruckartig wieder nach oben. Siuk presste Hyron die zusammengebundenen Balken gegen die Brust, bis er zupackte und sich daran klammerte. Das Holz hielt ihn mehr schlecht als recht über Wasser. Er keuchte, hustete, spie aus. Panik wallte auf, als er begann, mit den Beinen zu strampeln. Die Hand des Fischmenschen löste sich von Hyrons Arm. Er tauchte unter und schwamm ein Stück voraus. Hyron versuchte, sich nur auf das Holz unter seinen Fingern und die Bewegung seiner Beine zu konzentrieren. Er zappelte wie ein Frosch. Was für eine unentwürdigende Körperhaltung. Doch Hyron war Söldner genug, dass er seine Würde problemlos vergessen konnte, wenn es nötig war. Er blinzelte Gischttropfen fort, die ihm in den Augen brannten, und hielt den Blick auf die Klippen gerichtet. Sie waren während seiner Gefangenschaft immer in Sichtweite geblieben. Auch das gehörte sicher zur Folter dazu. Die Rettung so nah, aber unerreichbar. Mühsam kam er vorwärts. Wellen schlugen über ihm zusammen. Er schluckte Wasser und hustete wieder. Die Strömung... Hilfe! Die Strömung zerrte an seinem geschwächten Körper. Doch die auflaufende Flut trug ihn dem Strand entgegen. Was wohl aus den anderen geworden war? War sein Söldnertrupp tot? Die Söhne der Schande vernichtet? Ihre Taten aus der Geschichte des Landes getilgt? Waren sie in ähnlichen Gefängnissen gelandet wie er? Manchmal, wenn der Nebel vom Sturm zerrissen worden war, hatte er die Konturen weiterer Käfige erkennen können, vor der Küste verteilt wie Wachtürme. Sein Befreier tauchte auf, schwamm ihm entgegen und deutete in Richtung Strand. Hyron suchte das Ufer ab, bemerkte dann die dunklen Schemen, die sich auf halbem Wege dorthin zwischen den Wellen bewegten. Meermenschen. Ihre Speere mit den gebogenen Klingen aus Knochen waren deutlich zu erkennen. Diese Waffen waren am grausamsten, wenn sie splitterten und sich die Fragmente nicht mehr aus dem Körper entfernen ließen. Er hatte das während seiner Zeit bei der Stadtwache erlebt, als Meermenschen noch hauptsächlich in Legenden und Wirtshausgeschichten aufgetaucht waren. Ein junger Kerl war in ein Scharmützel geraten. Hyron hatte ihn gemeinsam mit einem anderen Wachsoldaten in ein Hospital gebracht. Als er den Priestern die Waffe gezeigt hatte, die den Burschen verletzt hatte, ein geborstener Dolch aus Fischbein, hatten sie ihn auf der Stelle getötet. Zu groß war die Angst davor gewesen, dass er sich veränderte, wurde wie sie ein Sklave der See. Grauenvolle Geschichten kannte man eine Menge, aber am liebsten sprachen die meisten Menschen gar nicht von ihnen. Hyron spie aus, das Salzwasser brannte ihm in den Augen, sein Blick war vernebelt, fand dann die Umrisse wieder, mehr Menschen, Speere. War seine Flucht also nicht unbemerkt geblieben? Er fühlte sich so hilflos im Wasser.
Die muskulösen Arme, die mächtigen Schultern, alles nutzlos, während er sich an verrottenden Holzbalken festklammerte. Er hatte das Gefühl, nicht vorwärts zu kommen. Die Brandung zog ihn an den Beinen immer wieder hinaus aufs Meer. Stehend, auf festem Grund, mit einer Klinge in der Hand, hätte er den verfluchten Missgeburten den Garaus gemacht. Grimmig erinnerte er sich an den Kampf auf den Klippen. Wie hatten sie den nur verlieren können? Sein Begleiter verschwand wieder unter der Wasseroberfläche, tauchte den Feinden entgegen. Hyron konnte 4 Meermenschen erkennen, deren Köpfe aus dem Wasser ragten und immer wieder in den Wellenkämmen verschwanden. Als die nächste Welle brach, waren nur noch 2 der Meerwesen zu sehen. Im nächsten Moment tauchte hinter ihnen der orange gestreifte Schädel von Siuk auf. Er attackierte 2 Wachen gleichzeitig und verschwand mit ihnen in schäumendem Wasser. Hyron kämpfte weiter gegen die Unterströmung an, die an ihm zerrte, als sei der Ozean ein Tier, das ihn in seinem Maul verschwinden lassen wollte. Doch seine Beine wurden immer schwerer, die Oberschenkel brannten. Siuk tauchte wieder auf und kämpfte noch immer mit einem der Wächter. Sein Gegner versuchte seinen Speer einzusetzen, doch Siuk wich geschickt aus, tauchte immer wieder darunter weg. Es gelang ihm jedoch nicht, dem anderen Arm des Feindes zu entgehen. Dieser endete in wirbelnden Zotten, wie Fangarme, die nach ihm griffen und sich um seinen Hals schlangen. Die beiden versanken. Stoisch warfen sich die Wellen weiter dem Strand entgegen, während die Kämpfenden unsichtbar blieben. Hyron spürte seine Beine kaum noch. Überall konnten weitere dieser grässlichen Gestalten lauern. Jeden Moment konnten sie ihn packen und in die Tiefe ziehen. Etwas streifte sein Bein. Hyron bemühte sich, tief und gleichmäßig zu atmen und die Panik zu unterdrücken. Das Ufer. Er musste es erreichen. Wo war Siuk? Ein Licht wurde sichtbar am Fuß der Klippen. Ein Signalfeuer? Die Wellen warfen ihm einen dunklen Schemen entgegen. Bleiche und ausdruckslose Augen starrten ins Nichts, bevor der tote Meermensch langsam versank. Hyron verlor die Küste aus den Augen. Das Wasser warf ihn herum. Wellen trugen ihn aufwärts, um ihn dann in ihren Tälern zu verschlingen und wieder auszuspeien. Er schluckte Salzwasser, würgte. Endlich. Diesen Augenblick würde er niemals vergessen, schabten Hyrons Knie auf Kies. Sein linkes Schienbein riss an einem Felsen entlang, der Schmerz trieb die Taubheit aus den Beinen. Er rappelte sich auf, ließ das Holz achtlos zurück, taumelte, fiel, stand auf, entkam den Wellen. Der Strand unter seinen Füßen. Neben ihm glitt Siuk wie ein Schatten aus dem Wasser. Das Orange seiner Streifen leuchtete, er deutete auf das Feuer. Ja. So viel dazu. Hyron ist entkommen. Wie es mit ihm weitergeht, könnt ihr in der Aschestadt lesen. Und natürlich auch in den Folgebänden, was dort noch sich alles anschließt. Und ja, vielen Dank, sage ich, für das Zuhören und für das zahlreiche Erscheinen und für das Durchhalten, auch im Sturm. Und ja, vielleicht sehe ich den einen oder anderen am Stand nachher wieder. Alles klar. Dankeschön.